Jenseits, Inside. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu dieser Episode von Insights Inside. Heute geht es um das Thema, wenn es Klick macht. Und ich möchte beginnen mit eins meiner Lieblingszitate von dem Sufi-Mystiker Rumi. Rumi lese ich unheimlich gern. Ich finde, er hat alle Antworten über das Leben. Und in diesem Zitat geht es so. Ich war ein Suchender und bin es immer noch. Aber ich habe aufgehört, die Bücher zu fragen und die Sterne und angefangen, auf die Lehren meiner Seele zu hören. Ich liebe dieses Zitat von Rumi so, weil für mich ist die Aussage, die Rumi damit macht oder worauf er hindeutet, ist, dass wir eine eigene Quelle in uns besitzen, und zwar eine Quelle der Erkenntnis, aus der wir immer schöpfen können. Und wir können immer dorthin gehen, wenn wir etwas über das Leben sehen wollen. Und auch manchmal wollen wir gar nicht sehen und wir kriegen von dieser Quelle eine Erkenntnis einfach so geliefert. Und wenn das geschieht, dann öffnet sich etwas. Wir nehmen plötzlich Dinge wahr, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Neue Verbindungen entstehen und es macht auf einmal Klick in uns und wir verstehen einfach mehr als vorher. Nun, was wir sehen, ist immer anders für jeden, je nachdem, wo du in deinem Leben stehst, was für dich persönlich im Mittelpunkt steht in deinem Leben aktuell, was für dich kommt. Es wird anders sein als das, was für mich kommt oder für Silvia. Wir wissen immer nicht, was das sein wird. Es ist nur wichtig zu wissen, dass wir diese Quelle besitzen und immer dahin gehen können. Immer, wenn wir etwas Neues sehen können, können wir dort suchen. Silvia, was hast du dazu gesehen? Danke vielmals. Ich kannte dieses Zitat nicht, aber ich finde das ganz wunderschön. Und vor allem in den letzten Jahren ist das tatsächlich auch so, dass ich diese Quelle manchmal auch wirklich bewusst in Anspruch nehme. Manchmal passiert einfach eine Erkenntnis, ein Insight. Und jetzt weiß ich zumindest, woher das kommt. Es war mir früher nicht so klar. Heute sehe ich es eher so, dass ein Insight deckt für mich immer auch eine Illusion auf. Also ich glaube an irgendetwas. Ich bin davon ganz felsenfest davon überzeugt, dass ein Mensch so ist, eine Sache so ist, eine Angelegenheit so ist. Und wenn ich dann ein Insight habe, dann habe ich eine neue Sichtweise drauf, ich habe einen neuen Blickwinkel drauf, da kommt etwas Neues dazu. Und früher war das sicherlich auch ganz stark, dass ich im Außen danach geschaut habe, also die Person muss sich verändern oder die Situation muss sich verändern, was natürlich wahnsinnig anstrengend für auch immer dann ist, weil ich ja immer darauf warten muss, dass sich das Außen ändert, oder ich habe mir irgendwelche Techniken und Tools gesucht, so wie Rumi in diesem Zitat, ganz viele Bücher gelesen und habe dann immer gehofft, ja, aber in diesem Buch, da wird es jetzt drinnen stehen, was mir erklärt, wie das Leben funktioniert oder wie es leichter geht oder wie etwas anders sein kann. Und aber da dann festzustellen, dass wir diese Quelle sind und dass wir da drinnen in uns diese Weisheit, diese Erkenntnisse in uns tragen und sie immer auch für uns verfügbar sind, so wie du auch sagst, ganz gleich, ob ich tatsächlich sie suche oder ob sie einfach passieren. Und ein ganz
großes Beispiel jetzt für mich, was in letzter Zeit passiert ist, ich habe zum Schwimmen begonnen. Also ein paar, die meinen Blog verfolgen, haben es vielleicht gelesen. Und ich war, also ich war immer gern am Wasser, aber nie im Wasser. Und also schwimmen zu lernen, jetzt wirklich mit Kraultechnik und so weiter, das war für mich immer etwas, wo ich gedacht habe, nee, also das ist nichts für mich. Ich gehe nicht gern ins Wasser. Wenn ich am Meer bin, kann es ruhig vorkommen, dass ich auch 2 Wochen am Meer bin und ein oder zweimal nur drinnen bin, weil ich einfach Wasser nie wollte. Jetzt hat sich aber mein Hund verletzt und jetzt ist das Spazierengehen weggefallen. Und jetzt brauchte ich irgendeine andere sportliche Einheiten, die ich machen konnte, wollte aber nicht ins Fitnessstudio gehen und laufen wollte ich jetzt auch nicht. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, kam, ja, dann geh halt schwimmen. Mit allen Vorteilen, die Schwimmen bringt. Also der ganze Körper wird bewegt und es ist auch, und eigentlich wäre es halt spannend, kraulen zu lernen. Also diese Einsicht jetzt, hey, geh doch schwimmen, und ich habe das auch jetzt wirklich gemacht und ich habe einen Trainer genommen und ich liebe es, im Wasser zu sein. Ich habe nicht daran gesucht. Also das wäre das Letzte, an was ich gedacht habe, dass ich schwimmen gehen könnte. Und das kam aus dem Nichts. Das kam aus mir. Ich habe nichts darüber gelesen. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich hatte keinen Fitnesstrainer, der mir gesagt hat, aber schwimmen wäre doch toll. Das heißt, diese Erkenntnis kam aus dem Nichts und aus mir heraus. Und es ist ganz großartig zu sehen, dass das immer da ist und immer zur Verfügung steht, wenn wir denn drauf schauen. Ja, ja. Es erinnert mich an eine Geschichte, die mir auch passiert ist, wo ich zwar nicht den Hinweis gekriegt habe, was ich sportlich machen soll, sondern wo ich wirklich plötzlich etwas über das Leben gesehen habe. Das ist viele Jahre her, aber ich denke in den letzten Wochen wirklich öfters an diesen Moment zurück, warum auch immer. Und zwar, ich saß in dem Auto meines Mannes, er fuhr in die Arbeit. Ich mit ihm. Ich war damals noch im Angestelltenverhältnis in einer Agentur hier in Frankfurt. Und ich saß quasi auf dem Beifahrersitz. Und aus irgendeinem Grund habe ich mein Kopf nach oben gegeben. Und ich habe von der Autobahn in Richtung Stadt schauend wirklich die Skyline von Frankfurt gesehen. Und ich war plötzlich wie in dem Gefühl, als wäre eine Wolke oder vielleicht sogar ein schwerer Vorhang vor meinen Augen abgefallen. Und ich war plötzlich draußen in der Welt. Ich habe mitbekommen, dass wir in die Arbeit fahren. Ich habe mitbekommen, dass die Stadt vor uns liegt. Ich habe links und rechts geschaut zu den anderen Autofahrern. Ich habe alles mitbekommen. Ich war plötzlich in einem Moment der Präsenz aufgewacht. Mhm. Und in diesem Moment fühlte ich mich so leicht und so vorhanden im Leben. Und ich merkte, meine Erkenntnis, das, was gekommen ist in dem Moment, war, ich war die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre immer bei dieser Autofahrt, nur im Innen, im Kreisen, meine Gedanken über, wie schaffe ich die Projekte heute, wird die Präsentation gut laufen, werde ich mich mit den Kollegen, mit denen ich vielleicht im Konflikt bin, mich heute verstehen, wie können wir aussprechen. Ich habe plötzlich gesehen, diesen Unterschied zwischen, was passiert, wenn wir nur in unserer Innenwelt, im wälzenden Gedanken beschäftigt sind und wie schwer sich das alles anfühlt und wie wenig wir von der Außenwelt sehen. Und der Unterschied zu, wenn wir plötzlich alles das wegfällt und wir sind in der Welt. Mhm. Und diese Erkenntnis kam aus dem Nichts heraus. Mhm. Ja. Du hast dann einen sehr guten Punkt gemacht, nämlich wenn wir sprechen darüber, es ist in dir drinnen und schau hinein, dann meinen wir nicht die Gedanken. Also wie du das jetzt gesagt hast, du warst in den Gedanken gefangen. Ich glaube, das passiert, ich weiß nicht, 90%? Ja, ja. Und vor allem, wenn wir es nicht wissen, wenn wir glauben, dort sind unsere Erkenntnisse und dort ist die Wahrheit drinnen. Dieses Insight ist
irgendwie so dahinter, wie gesagt, der Vorhang wird auf die Seite geschoben. Es ist so, wie wenn es, wenn sich der Nebel lichtet. Es ist ein Stück nach hinten. Und dazu habe ich zwar eine Geschichte. Es gibt in Australien gibt es einen Felsen, da springen ganz viele kleine Affen herum. Und wenn man mal schnell hinschaut, dann sieht man sie nicht, weil sie getarnt sind. Also sie nehmen die Farbe des Felsen an. Mhm. Und jetzt ist die Anleitung dort, setz dich auf einen Felsen vis-à-vis und schau einfach nur hin. Und für Menschen, die sehr, sehr verstandsgetrieben sind, fällt das natürlich wahnsinnig schwer, weil die schauen dorthin und sehen nichts. Und die Anweisung ist, denk nicht darüber nach, lass locker, lass los, lass frei und dann wirst du diese Affen sehen. Ja. Und es ist tatsächlich so, also man schaut da drauf, man starrt da irgendwie ins Nichts und plötzlich ist da ein Affe, dann kommt der zweite und plötzlich sind da 1000 Affen, die dort herumhüpfen und herumspringen, miteinander spielen. Und wenn die aber so in diesen Gedanken gefangen sind, und immer dieses, weil auch Gedanken ist eigentlich das Außen. Es ist so dieser, es ist so in unserem Kopf drinnen, aber es ist natürlich, wird gefiltert von das, was sie von außen, von Büchern, von anderen Menschen, von Fernsehen, Radio mitbekommen, wird natürlich im Gehirn gespeichert und abgespult. Aber dort, wohin wir hindeuten, das ist, wenn du ins Nichts starrst, ja, durch die Sterne, durch ins Universum starrst. Dann kann dieses, dann spüren wir diese Quelle, dann kommt das aus dem Nichts. Und vollkommen richtig, natürlich passiert das auch bei einer Autofahrt, wenn wir gar nicht daran denken. Je mehr wir uns anstrengen, umso schwieriger wird es. Aber das kommt dann einfach. Und auch hier geht es dann in diese Richtung, es gibt nichts zu tun, also wir können die Insights nicht mit Zwang irgendwie hervorholen wollen, sondern es gibt einfach zu sehen, dass sie da sind, dass diese Quelle in dir drinnen ist, dass wir daraus schöpfen können, immer und immer und immer wieder. Und je gepeilter wir da drauf sind und je geschulter ist aber jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sondern mehr die Aufmerksamkeit dorthin richten, umso mehr fällt uns das auf, dass wir ständig mit neuen Erkenntnissen durch die Welt laufen. Ja, absolut. Und dieses Beispiel mit dem Affen gefällt mir sehr gut, weil das sind wirklich für mich eine Metapher dafür, Situationen, wo wir wirklich bewusst einfach etwas Neues sehen wollen. Ich hatte zum Beispiel in 2015, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ein Gespräch mit meinem Coach damals, mit der ich so Business-Themen und auch innere Themen behandelt hatte. Und ich hatte ein Gespräch mit ihr, wo ich festgestellt habe, als Unternehmerin renne ich schnell die ganze Zeit. Ich bin ständig im Schaffen, in Ziele verfolgen, im irgendwo schnell hinrennen wollen. Und als sie mich gefragt hat, warum rennst du schnell? Ich habe gedacht, ich weiß es nicht. Vielleicht renne ich zum Grab. Ich hab keine Ahnung, was da passiert. Ich habe nur mitbekommen, ich bin gefangen in meinem eigenen Unternehmerin-Hamsterrad, das ich selbst gebaut habe. Und meine neugierige Frage an dem Tag war, wie komme ich raus? Wie komme ich raus aus diesem Hamsterrad? Wie finde ich so mehr entspannten Erfolg? Und ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, und ich glaube, ich habe es meinem Coach auch gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, dass für dich ist das möglich, lieber Coach, weil sie schien sehr entspannt erfolgreich zu sein. Aber für mich scheint das unmöglich. Und sie hat gesagt, allein die Frage zu stellen, reicht für die Quelle in uns, um Erkenntnisse in Gang zu setzen. Und lass das Einzige sein, was du tust. Und tatsächlich, 6 Monate später, war ich an einem Tag in meinem Homeoffice, ich bin Online-Unternehmerin, wie du auch, Silvia, und ich habe gemerkt, ich bin sehr entspannt, ich renne keine Ziele nach. Und irgendwie über 6 Monate habe ich immer peu à peu einfach hier und dort was gesehen, was dazu geführt hat, dass dieses Rennerei und diese Ziele und Karottenjagen von alleine aufgehört hat. Wie du das beschreibst. Ja.
Das ist nämlich, das ist, glaube ich, auch, also meine Kunden ganz, ganz oft sagen, ja, aber wie denn? Ja, aber wie kann ich denn? Und wie kann ich entspannter sein? Wie kann ich mehr Erfolg haben? Wie kann ich das ruhiger angehen? Wie kann ich denn Insights haben? Und sobald du dir diese Frage stellst, sobald auch nur der Gedanke kommt, da könnte etwas anders noch sein, da will ich mehr sehen, das reicht schon, die Tür zu öffnen. Das reicht schon, die Tür ein ganz klein wenig zu öffnen, das Licht hereinzulassen und zu sagen, ja, lass mich dort hinschauen. Wobei dieses Hinschauen nicht ein aktives ist, sondern das System sucht, geht dann in diese Richtung und sagt, okay, jetzt lass uns doch schauen, was können wir dann noch mehr sehen? Was kann es denn dann noch für andere Sichtweisen geben? Und ganz oft kommt dann auch so eine Abstimmung mit dem Außen, Synchronizität, wo die sagen, ja, plötzlich kommt da von da die Antwort und plötzlich erscheint dort irgendein Hinweis oder plötzlich ruft irgendjemand an. Und das mag so sein, dass wir die Energie dort hinausgeben, genau in diese Richtung, aber viele dieser Sachen sehen wir dann plötzlich. Wir sehen dann plötzlich einen Hinweis. Wir sehen dann plötzlich, ah, dieser Anruf, der hat doch eigentlich etwas mit meiner Frage zu tun gehabt. Mhm. Wir sehen, dass dann plötzlich ganz viel zusammenpasst, nämlich genau in diese Richtung, in die wir gehen wollen. Und uns da darauf zu besinnen und da darauf zu vertrauen, dass es einfach da ist, dass wir nichts tun müssen, dass wir, es gibt weniger zu tun. Und es gibt mehr zu sehen, hinzuschauen in die Richtung, in die wir hinschauen wollen und zu sagen, und jetzt lasse ich mein System arbeiten, jetzt lasse ich Einsichten auf mich zukommen und sie werden ganz sicherlich kommen, weil das unsere Quelle ist, die uns damit immer und immer wieder füttert. Genau. Also das System arbeitet für uns. Ja, Silvia, das scheint ein guter Punkt abzuschließen. Was denkst du? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir schicken unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hinaus zum Insights sammeln und bin gespannt, wie viele sie denn erkennen können. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.